Willkommen, Schwester, ich bin Simon Rita und hier bei mir im Ganesha Wohnmobil ist die Julia. Ganz herzlich willkommen, Julia. Wir hatten gestern diesen wunderschönen Tempel hier in Erlangen, Frauentempel in Erlangen. Und heute Morgen hatte ich auch schon mit Ines gesprochen. Und Ines ist die Tempelschwester, die mit dir diesen wunderbaren Raum hier für die Schwestern eröffnet. Und ich fühle mich so, so, so willkommen geheißen hier. Es ist so schön, hier anzukommen und eingeladen werden, auch in deine Familie und in all das, was du hier erschaffst. Es ist so eine große Freude in mir. Und liebe Julia, was wir alle wissen wollen, zumindest ich suggeriere jetzt, dass ihr das, was euch das auch interessiert. Was hat dich in den Tempel gerufen und geführt und was war dein allererster Tempel und wer hat dich dazu eingeladen? Wer hat mich dazu Ja. eingeladen? Also mein erster Tempel war 2019 und es war das Maria Magdalena Retreat in München. Also es war, ich glaube, 4 Tage Ja, Tempel. mit Charmelee. Und ich mag diese Frage, denn eigentlich hat mich Maria Magdalena eingeladen. Ich mache immer in den Rauhnächten eine Meditation, eine geführte. Und da gibt es eine Stelle, da um zu nehmen. Also wird da gefragt, wer ist so deine Meisterin für dieses Jahr? Und da ist sie erschienen. Und ich dachte, okay, ich bin gespannt. Und dann bietet ihr, also ich glaube im Frühjahr war dann diese Ankündigung da, dass ihr dieses Retreat macht. Und dann war klar, da gehe ich hin. Und ich kannte euch aus den Sadhanas. Und das war für mich schon so, so wohltuend, so heilsam. Und ich war so als Kind, ich war sehr burschikos, ich habe ganz viel Fußball gespielt und Eishockey und war am liebsten ein Ritter. Und dann war das mir auch meine feminine Seite mehr zu holen in mein Leben. Das war so schön und wichtig und da war bei euch so ein guter Ort. Und dann habe ich mich angemeldet und bin dahin und bin aber auch mit zitternden Knien da angekommen. Wie wird das? Und gleichzeitig habe ich große Freude dran, Sachen auszuprobieren. Also es war so beides da. Und ich weiß noch, ich kam da an und dann haben mich schon Schwestern begrüßt mit diesem warmen, weichen Blick. Und ich habe dann meine Sachen in die Garderobe. Und irgendwann gingen die Tempeltüren auf und dann bin ich durch diesen langen Gang mit ganz vielen Rosenblütenblättern. Und dann standen ganz viele Schwestern da, die mich begrüßt haben und die mich so wahrgenommen haben. Und ich bin da eingetaucht in diese 4 Tage und es ist nur geflossen. Und das waren so viele Frauen, also weit über 100, glaube ich, damals. Und was so schön für mich war und was mich so abgeholt hat, war diese Schönheit, die da war. Und auch diese ganze weibliche Energie und dieses, dass ich meine Schritte tun konnte, meine Prozesse auch machen konnte, meine Gefühle haben konnte, dass ich mich auch mal zurückziehen konnte und ich war einfach gehalten und getragen von dem Raum, den ihr gehalten habt, aber auch eben von der Präsenz der Schwestern in den Übungen. Die einfach da waren, die gar nichts von mir wollten, die waren einfach da. Und ich bin dann da, also es war eine ganz tiefe Erfahrung, die hat mich echt gepackt so. Und da wusste ich, das will ich viel mehr in meinem Leben. Ja. Ist total schön, dass du Maria Magdalena erwähnst, weil sie ist ja auch sehr präsent in mir, auch als Führerin auf dieser ganzen Tempeltouren. Und wir werden uns ja dann in Berlin auch treffen und mit ihr praktizieren. Und übrigens sind wir auch gerade, ich kann mich noch so daran erinnern, da in München. Und wir sind gerade jetzt bei den Vorbereitungen, um diesen Sommer wieder dahin zu gehen. Ja. Da werden wir mit Freya da sein, ja.
Was mich dann interessiert, wie ging es dann weiter? Weil ich erinnere mich, wir hatten Shakti Dharma, haben wir uns kennengelernt online, aber das erste Mal so live haben wir uns kennengelernt im Tempeltraining. Und was hat dich dann dazu bewogen, ins Tempeltraining zu kommen? So, also nach 2019 kam ja dann, ich hatte mich dann angemeldet für Lakshmi in Hamburg, aber dann war Pandemie. Ja, So, genau. dann war erstmal kein Praktizieren mehr. Und ich bin so dankbar, die Weisheitsschule eröffnet. Und das war möglich, da im Kreis zu sein. Genau, und dann habe ich Shakti Dharma mit dir gemacht. Und dann war es so, dann wurde es auch besser und wir konnten uns auch wieder treffen. Und dann war das eins der ersten Retreats, das ihr wieder angeboten habt und auch erreichbar für mich im Allgäu. Und ich hab das nochmal überlegt. Ich habe damals gedacht, und so habe ich mich auch angemeldet, vielleicht will ich irgendwann mal Tempel machen. Und ich will einfach mit Schwestern praktizieren und das ist jetzt wieder möglich. Und mich hat tatsächlich auch weibliche Führung interessiert. Und da habe ich gedacht, das werde ich da auch, also da in dieses Feld werde ich auch eintauchen und da werde ich Erfahrungen machen, weil ich auch in meiner Arbeit immer wieder Führungsaufgaben übernehme. Und da mit diesem, wenn ich sagen will, Ziel bin ich auch hin, um da in was in mich aufzusaugen. So. Und dann war ich da in Dachsberg und dann habe ich das Gefühl, eigentlich nicht ich habe dieses Training gemacht, das Training hat mich gemacht. Und es hat mich so ergriffen. Und ich weiß auch noch, ich konnte eigentlich nicht schlafen. Ich hatte das Gefühl, in 1000 Bahnen strömt orangefarbenes Licht durch mich durch. Und ich habe dann so einen starken Ruf verspürt. So, und dann war ich aber in diesem Tempeltraining in der 12. Woche schwanger. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, große Göttin, was ist jetzt das? Weil jetzt bin ich schwanger und ich werde ein Baby. Also wenn die Schwangerschaft gut läuft und das Baby zur Welt kommen kann, dann werde ich in absehbarer Zeit ein Baby haben. Wie soll ich da Tempel machen? Und ich, also da war ich auch tatsächlich so ein bisschen erschrocken. Weil so, also der. Das war so stark, dieser Ruf. Und dann habe ich da im Tempeltraining Ines kennengelernt, meine Tempelmama-Schwester. Und ich weiß noch, wir lagen da mal am Abend auf so Matratzen mit anderen Schwestern. Und die, Mal am Abend also lassen. jeden Abend, aber an diesem einen Abend lag dann auch die Anna bei uns und wir haben so drüber geredet, wo wir wohnen. Und dann haben die Ines und ich festgestellt, so weit auseinander wohnen wir gar nicht. Und die Anna, da könnt ihr zusammen Tempel machen. Also die hat dann noch so diesen Funken gegeben und die Ines und ich, wir haben damals schon gemerkt, wir verstehen uns sehr gut und sind einander echt zugetan. Und dann habe ich gesagt, Ines, wir müssen jetzt so bald wie möglich einen Tempel machen, um hier diese Wurzeln in die Erde zu graben, noch bevor ich dann dieses Kind zur Welt bringen werde. Und dann das Tempeltraining war Ende Juli und im September. Nach den bayerischen Sommerferien haben wir den ersten Tempel Habt ihr gemacht. schon den Ja, ersten Tempel genau. gemacht? Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, weil das war toll. Und ich habe dann auch vielen Frauen erzählt, so in meinem Freundeskreis. Und die waren einfach neugierig und gesagt, ja, ich komme. Wir waren dann damals auch, ich glaube, wir hatten 8 oder 9 Teilnehmerinnen, die kannten das alles gar nicht. Und die haben sich einfach eingelassen. Und wir können in dem Kindergarten, in dem unsere beiden großen Kinder, in den die gegangen sind, dort können wir den Eurythmiesaal nutzen. Ein wunderschöner Raum. Ja, der ist, also da haben wir ja gestern praktiziert, das Ja. ist so, so ein schöner Ja. Raum. Und es war auch so schön, weil ich habe damals mit der Frau, die Vorstand von diesem Kindergarten ist, gesprochen, ob das möglich ist. Und sie sagt, ja. Weil wir auch Mitglied in dem Verein sind und weil auch viele andere Mütter aus dem Kindergarten dann zu dem Tempel gekommen sind. Und dann ist das was wieder allen zugutekommt und auch dem Kindergarten so gut tut, wenn diese Energie reinkommt. Und dann hatten wir diesen Raum ganz mühelos und haben da unseren ersten Tempel gefeiert. Und dann, so zum Winter hin, dann wurde es leider
dann auch mit der Pandemie noch mal enger. Und im Februar habe ich dann unseren Sohn zur Welt gebracht. Und dann habe ich auch mit Ines gesprochen. Wir müssen einfach schauen, wie der so ist. Es gibt, also wir haben ja schon zwei ältere Kinder und die sind ganz unterschiedlich. Eines davon hat sehr stark die Bindung immer gebraucht und das andere konnte besser loslassen. Und dann hat sich gezeigt, der Gabriel, der ist fein damit, wenn ich auch mal weg bin. Und ich lebe ja mit einer Frau zusammen und die ist ja selber ganz erfahrene Mama. Und die hat dann den Gabriel an diesen Abenden betreut und im Mai haben wir dann wieder Tempel gemacht. Und seitdem tempeln wir einmal im Monat. Unglaublich. Also du bist sowieso unglaublich, hast du diese Schaffenskraft und auch die Art und Weise, wie du Dinge manifestierst, wie du Dinge ins Leben bringst. Also weißt du, von diesem Funken, von der Inspiration, wie du all die Schritte tust, um es dann wirklich ins Leben zu bringen, das ist so, 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 so beeindruckend. Und Gabriel ist jetzt, 14 Monate. ja, 14 Monate alt. Ja. Wo ich gerne noch fragen wollte, du hattest erwähnt damals, als du ins Tempeltraining gekommen, also das war nicht so. Du kamst gar nicht mit dieser Intention, also du wusstest es noch nicht, dass du den Tempel leiten würdest. Was ich auch interessiert hatte, war das Feminine Leadership, die weibliche Art zu führen. Magst du uns noch ein bisschen was erzählen aus dem Tempeltraining? War da etwas, was dich überrascht hat? Oder was hat es? Hast du da Antworten bekommen für dich? Ich habe auf jeden Fall Antworten bekommen. Also es hat mich nichts überrascht in dem Sinne, dass ich dachte, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt und das ist jetzt ganz anders. Aber ich habe ganz viel gelernt. Und ich denke, dieses Raumhalten, sodass alle in ihrem Tempo ihre Entwicklung und ihre Prozesse machen können und ihre Gefühle fühlen können. Und dass jede Frau, so wie sie da ist, richtig ist. Mit allem, was da ist. Und dass sie eine tiefe innere Weisheit hat. Wo wir eigentlich nur den Raum bereiten, dass sie da hinkommen kann. Dass sie diese Samen, die sie hat, oder dieses Licht, die sie hat, nähren kann. Und dass das erblühen kann. Das war für mich die Essenz davon. Und das ist so fühlbar und spürbar. Auch wirklich, das ist die unausgesprochene Einladung, wenn man zu euch in eure Räume kommt von Ines und dir. Diese Ermächtigung, diese Räume, die ihr öffnet, wo die Frauen sich selber ermächtigen. Und jetzt, wie kannst du das denn alles so mit deinem Mama sein und deine ganze Familie und diese Räume, die du dir dann eben, wie du dich selbst, dass du dir selbst diesen Raum auch gibst, dieses. Es war schön, was du gerade erzählt hast, auch vom Tempeltraining. Du warst da schwanger und dachte, was mache ich denn jetzt damit? Göttin, oh Göttin! Wie erfährst du das auch in deinem, ich kann mir vorstellen, sehr turbulenten Alltag? Nächte? Ja, die Nächte sind kurz und der Alltag ist sehr, sehr lebendig. Und zuallererst ist es möglich, weil meine Familie das mitgeht. Und auch weil Christina, meine Frau, mich da so unterstützt und diesen Raum auch mit aufmacht. Und ich da immer gut gehen kann, wenn wir Tempel haben. Und ich weiß, der Gabriel ist bei ihr gut und die haben eine gute Zeit zusammen. Ich glaube, was mir tatsächlich auch eine Lehrerin war die Schwangerschaft. Weil ich, wenn wir den Tempel planen und wir haben ein Thema, also was ich nicht so habe, ist so Stunden, wo ich mich dann hinsetzen kann und mich mit diesem Thema gut Tatsächlich. beschäftigen kann. Aber ich gehe mit dem Thema schwanger. Ah, Ja. ja. Und dann weiß ich und dann kann ich auch vertrauen, das wird Impulse finden und es wird auf die Welt kommen zum Tempel oder kurz vorher. So. Und ich habe deshalb, das ist auch etwas, was ich im Kreis gelernt habe, diese Geduld zu haben und darauf zu vertrauen, es wird kommen. Und dann
es sind diese zwei Ströme in meinem Leben, also meine Familie und auch das im Kreis sein, aber auch spezifisch dieses Tempelmama sein, das sind zwei Ströme, die sich so verweben. Und ich bringe ganz viel aus der Tempelarbeit mit in unsere Familie. Und wenn ich einen Tempel hatte, dann bin ich natürlich auch ganz angefüllt von der Energie vom Kreis und was da alles passiert ist. Und das tut auch meiner Familie gut. Und die spüren das auch. Und ich bringe die Blumen mit nach Hause. Und dann haben meine Kinder und meine Frau einen Frühstückstisch voller Blumen jedes Mal. So. Und gleichzeitig ist das, was ich als Mama, als wirklich durchlebe und wo ich Erfahrung um Erfahrung sammle, das ist auch was, was für die Tempelmama-Arbeit so gut ist. Und eine Sache davon ist einfach dieses Raumhalten, wenn viele Menschen viele Gefühle haben. Und unsere Kinder sind alle drei sehr lebendig und haben, sind also wirklich, drücken ihre Gefühle auch sehr stark aus. Und das ist was, was ich als Mama gelernt habe, das zu halten und zu wissen, wir gehen unsere Schritte Schritt für Schritt. Und irgendwo, auch wenn es gerade vielleicht sehr, sehr aufwühlend ist, wir kommen wieder raus. Und die Kinder können sich, die wissen, sie haben es hier gut. Und das wünsche ich mir auch für unsere Teilnehmerinnen, dass die in einen Raum kommen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich geborgen fühlen, wo sie sich frei von irgendeiner Bewertung oder Zuschreibung fühlen, sondern willkommen mit dem, was sie gerade mitbringen oder was gerade in ihnen hochkommt. Den Frauentempel hier in Erlangen, den gibt es einmal im Monat. Und ist das ein fester Tag oder wie plant ihr euch? Das ist ja auch so eine Kunst, einen Tempel zu planen um eine Familie. Ja, also wir machen den Tempel ja zu zweit und da stimmen wir uns einfach ab und schauen Monat für Monat, was ist ein guter Sonntagabend. Und wir finden immer einen und meistens ist es entweder Mitte oder Ende des Monats. Aber wir haben jetzt nicht so jeden dritten Sonntag im Monat oder so, sondern das wird immer der Sonntagabend sein, der für die Ines und mich und auch unsere Familien gut geht. Und man sieht auch auf unserer Webseite jetzt bis zum Sommer alle Termine. Habt ihr alle Termine Ja, schon? genau. Das ist auch etwas, was ich so mag, was du gerade gesagt hast, weißt du, dass du guckst, dass dieser Sonntagabend, dass der erste einfach mal für dich und für die Familie und für ihn ist, dass er für euch stimmt. Weil oft, wenn wir beginnen zu planen, dann denken wir, ja, welches ist der beste Tag? Und natürlich möchten wir auch alle Frauen dazu einladen, aber in erster Linie ist es auch wichtig, dass wir uns gut um uns selbst kümmern. Und dann aus ganzer Freude dazu einladen können. Und also diese Tempel einmal im Monat, das ist ein freier, offener Tempel. Also da muss man keine Vorkenntnisse haben, da darf man einfach kommen. Genau, also es ist für alle Frauen, die kommen wollen, offen. Und wir haben, glaube ich, bisher jedes Mal mindestens eine neue Schwester im Kreis gehabt. Und die bekommen auch dann vorab von uns so ein paar Informationen, dass sie sich einfach gut einlassen können, dass sie so eine Vorstellung haben und dass sie auch wirklich wissen, dass sie immer ihre Autorität im Tempel sind. Und wenn sie sich rausnehmen wollen, dann können sie sich rausnehmen. Und wenn sie was brauchen, dann können sie sich melden. Sodass die gut auch so loslassen können und mitfließen können. Ja. Also ich habe auch eure Webseite angeschaut, da sind so viele gute Informationen. Also da werden alle Fragen beantwortet. Und wenn euch das interessiert, dann findet man dort ganz viele Antworten zu, auch wer ihr seid und zu was ihr einlädt. Liebe Julia, gibt es noch irgendetwas, was du gerne teilen möchtest? Ich kann mich erinnern, wir hatten uns dann noch im Masterclass-Training getroffen. Also das war im November, also ein paar Monate, ganz kurz vor deiner Geburt mit Gabriel. Also Gabriel war schon zweimal mit in unserem. Gibt es noch etwas, was du gerne teilen möchtest? Was mir gerade auch noch einfällt, ist, ich kann mich erinnern, wo ich diese
diese Tour angekündigt habe. Ich glaube, du warst mitunter einer der Ersten, die gesagt hat, ja, klar. Es sind, glaube ich, drei Sachen sogar, die ich noch teilen Ja, möchte. gerne. Ja, also zum einen, weil du das Masterclass-Training angesprochen hast. Irgendwer hat den Gabi mal ein Yogini-Baby genannt und ich finde, das ist er wirklich. Und es war auch, also diese Schwangerschaft und auch die Geburt ist ganz stark auch verwoben mit dem großen Kreis. Und es war, weil ich ja auch schwanger war und schon zwei Kinder habe, waren das so schöne Räume, auch ganz, ganz intim auch mit meinem Baby zu sein. So. Und auch als schwangere Frau im Kreis zu sein. Wow. Ja. Und ja, und es war kurz vor der Geburt, da gab es so ein bisschen einen kritischen Moment und dann war damals in der Weisheitsschule auch in den Kreis geschrieben und dann haben ganz viele Frauen haben ihre Hand auf meinen Rücken gelegt und waren da und haben uns Segen geschickt und das hat mich auch oder uns da durchgetragen, so schön. Und dann ist es einfach ein großes Geschenk, dass die Ines mit mir diese Tempel macht und dass wir das zu zweit machen. Und wir fließen so schön zusammen. Und wenn eine manchmal so vielleicht das Strudeln anfängt, dann ist die andere da und sagt, komm, schau mal, ich glaube, da geht's lang. Und wir lernen voneinander und wir halten uns und wir mögen uns so gern und es ist so schön, das mit der Ines zu machen. Das ist auch so fühlbar und spürbar. Ja. Und wenn ihr das andere Interview noch nicht gehört habt von Ines, die spricht ganz genau. Da könnt ihr die Anti-Ines kennenlernen, wovon Julia spricht, weil Ines spricht dann von Julia. Danke dir, dass du diese Tour machst. Was für ein Geschenk ist das? Und ich finde es so spürbar auch, wie sich diese Tempel jetzt so verweben. Noch Ja. viel stärker. Die sind schon immer verbunden, aber Ja. es wird ganz kraftvoll. Und ich finde, gestern sind wir dann auch so ein Knotenpunkt in diesem Netz geworden. Also das strahlt jetzt so und dann gehen jetzt Wellen davon aus. Und es ist schön, es liegen schon Tempel hinter uns, es kommen noch welche und das so zu spüren in alle Richtungen. Und danke, dass du in unserem Raum warst und diesen Tempel gemacht hast. Es war so eine große Freude, hier zu sein. Und einfach auch, es ist so ein Segen, von Schwester zu Schwester zu Schwester reisen zu dürfen. Und wir haben uns ja im Vorfeld, also diese Kerngruppe von Tempelhüterinnen, wir haben uns ja im Vorfeld, seit Dezember treffen wir uns regelmäßig, alle 2 Wochen über Zoom. Und da konnte man schon ein bisschen erahnen, mit was wir es hier zu tun haben. Und jetzt einfach so diese Verbundenheit, und auch bei euch zu sein und dieses Netz da weiter zu weben und diese Unterstützung von den Schwestern, es ist, ich weiß nicht, manchmal weiß ich gar nicht, ob ich so viel Platz in meinem Herzen habe. Es ist so, muss man mal so, ja, ich nehme ja oft den Rahmen, oder gestern war ich hier ganz in der Nähe, war ich spazieren in der Natur, und einfach da zu sitzen und zu meditieren, und dann ist das so viel, eben was du gerade gesagt hast, dieses Netz wird immer stärker und diese Verbindungen sind da. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig gerade. Auch gestern wieder im Tempel, weißt du, wir hatten so viele neue Frauen, die das allererste Mal in unseren Kreis oder sich getraut haben, in unseren Kreis zu kommen. Und das erlebe ich bis jetzt überall. Und das finde ich einfach großartig. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Julia, für dieses wundervolle Gespräch, das du zwischen deinen ganz vielen Dingen, die du tust, Zeit hattest dafür. Und
Wie gesagt, die Webseite vom Frauentempel, die findet ihr in der Beschreibung. Und wir werden nämlich jetzt dann heute Nachmittag uns treffen zur Schwesternzeit. Ja. Vielen, vielen Danke herzlichen dir. Dank.